Jean-Baptiste Andrea, meine Königin. Shell ist ein merkwürdiger Junge. Seine Eltern betreiben in einem kleinen südfranzösischen Nest eine Tankstelle, daher auch sein ungewöhnlicher Name. Und, seien wir ehrlich, er ist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Schreiben, lesen, ganze Sätze bilden, das ist etwas für andere Kinder. Shell besucht die Schule nicht mehr, er ist 12 Jahre alt und er ist ein echter Sonderling, ein sehr liebenswerter Sonderling. Eines Tages begeht er eine riesengroße Dummheit und seine Eltern drohen ihm, nein, sie beschließen eigentlich, dass es jetzt genug sei und dass es Zeit sei für eine spezielle Einrichtung, für eine Sonderschule. Und Shell haut einfach ab. Er flieht in die Berge und stellt dort fest, dass es auch andere Menschen gibt, die nicht so sind wie all die anderen. Das ist, Sie sehen es, ein unglaublich dünnes kleines Buch, was lange nachhält, eine bezaubernde Parabel über Anderssein, über nicht angepasst sein und über den Zauber, sich einfach darüber hinwegzusetzen.